Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Divinity Original Sin. Mit dem John. Hallo, John. Hey, ho. So. Quellentempel Jones, wie wir ihn bald nennen werden. Du wirst nämlich jetzt mal versuchen. Nein. What? Ich weiß, wie es weitergeht, Leute. Wir waren hier schon richtig in dem Raum. Ich habe mal nachgeguckt. Mhm. Ich mach mal da aus. Denn das hier ist unnötig. Das ist eine Falle, die wir nicht brauchen. Nicht auf den Schalter gehen. Ja, ja. Guck mal, was, Siehst du, was hier ist? Siehst du das da oben? Ah, okay. Ja. Sieht keine Sau. Niemand findet den Quatsch, ey. Wir müssen nämlich über diese Brücke hier drüber. Okay. Und ja, das wird spaßig. Wartet mal, ich habe einen Teleport. Was machst du bitte mal, John? Und schau mal, dass wir... Dahinter ist nämlich ein Wegpunktschrein. Den können wir von hier aus aktivieren. Was? Versuch mal da ein bisschen in die Richtung der Holztür zu gehen. Au! Oh. Ach ja, übrigens, da waren zwei Fallen, sorry. Okay, ja. Hätte ich vielleicht erwähnen sollen. Ein bisschen, ist okay. That's what she said. Ja, aber, Moment. Hast du ihn aktiviert? Ah, du kommst durch die Tür. Wegpunkt entdeckt, ja, großartig. Zumindest aufgemacht. Wir müssen uns jetzt zu diesem Wegpunkt schreien, teleportieren. Und zwar ist das Quellentempel Gruft. Musst du selber machen, John. Quellentempel Gruft suchen. Moment. Quellentempel, wo ist denn das ganz unten? Nee, mittig. Also, mittig. Wenn du es auffasst, Mitte praktisch. Genau Mitte. Geisterwald, Quellentempel Gruft. Haben wir viel. Ja, Geisterwald, John. Ah ja, hier. Mhm. Einladen. So, sehr gut. Ja, und hier, voller Läuferflecken, im hinteren Teil stehen zwei Statuen. Genau, die Statuen sind das Wichtige. Hier einfach ignorieren. Mhm, okay. Ich mach nochmal Jahan sauber. So. Armer alte Mann, ne? 1000 Jahren und kann immer noch nicht sein. Egal. Ah, ja. Wir müssen mit den Statuen reden, das sind Berührungsstatuen. Keine der beiden vernichten, außer ich sage es dir bitte. Wir müssen eine vernichten. Ich stehe für das Greifbare, das Reale, für die Welt, in der wir leben und für alles, was ich... sehen, schmecken, berühren, hören und fühlen kann. Ich stehe für den Glauben in einem Reich, das außerhalb des unseren liegt, wo der Geist über die Materie herrscht. Was denkst du, müssen wir machen, John? Okay, uns entscheiden. Bist du spirituell oder eher materialistisch? Ja, ich bin nicht mehr materialistisch in dem Fall, ne? Ich bin leider mehr spirituell. Ich habe keine Ahnung, für wen das gilt, aber einer unserer Hauptcharaktere muss die gegenüberliegende Statue zerstören. Rechts für die, wenn du materialistisch bist, weil dann musst du den Glauben vernichten. Wenn du gläubig bist, dann musst du das Materialistische vernichten. Zerstör einfach mal die Rechte, weil du bist nicht mehr spirituell, also musst du die zerstören. Soll ich einfach draufschießen oder was? Ja, machst du irgendwie kaputt. Okay. So, das war's. Und eine sehr schlechte Wahl. Raid schon. Ich habe keine Ahnung, warum. Wir sind wieder am Eingang. Das ist normal. Mhm. Das stand doch in dem Buch, das du gelesen hast. Du hast die falsche Statue zerstört. Bist du eher materialistisch? Ist das im Spiel so, John? Deine Charakterzüge? Naja, ich fand eigentlich schon. Guck mal in die Charakterzüge und was bist du? Spirituell oder materialistisch? Ich werde. Ach so, du meinst. Ach, die Eigenschaft, ja, okay. Ja. Es geht nicht darum, was du glaubst zu sein, es geht darum, was du gezeigt hast, dass du bist. Also bist du genauso wie ich spirituell und damit müssen wir dummer. Achso, warte mal, wir können es importen. Gift. Dann mache ich das jetzt. Okay. Ich finde es schade, weil ich eher materialistisch bin als gläubig in jeglicher Form. Ich mag gläubig nicht. Eine weise Entscheidung. Eine Säule der Selbsterkenntnis leuchtet euch zu Ehren. Ja, das Zeug habe ich schon geplündert, deswegen können wir hier wieder raus und müssen uns... Oh, guck mal, da ist ja auch eine Schatzkammer, nice. Und müssen uns in den Hauptraum teleportieren. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal wieder auf die Dings und dann Geisterwald, Hauptraum. Mhm. Und dann... Plündert, was ihr mitnehmen wollt und benutzt im Anschluss das Haar des Spiegel. Hä? Was? Wo ist denn da... War da Astartes Spiegel? Okay, wir gehen doch nochmal zurück, sorry. Wo ist denn der Astartes Spiegel? Ja, der wäre doch aufgefallen, oder? Ja, das ist dieser grüne Spiegel. Das ist so ein grün leuchtender Spiegel. Wir müssen nämlich noch öfter mal durch einen. Mhm.
Vielleicht müssen wir in diese Schatzkammer noch rein. Steht hier nämlich nicht. Hier steht, schaut dann im Charakterbogen nach, wohin euer Charakter tendiert und zerschlagt die jeweils andere Statue. Das Tagebuch wird aktualisiert, ihr könnt weiter. Die angrenzende Schatzkammer lässt sich wie üblich mit der Teleportpyramide. Okay, wir müssen in die Schatzkammer. Okay. Also, ich kann dich auch so reinporten, glaube ich, und dann porten wir hinterher mit der Teleportpyramide. Mhm, wäre am einfachsten. Ach, was für eine schöne Schatzkammer. Auch wenn du Gierlappen erst alles plündern willst, ich kenne das doch. Nee, ich doch nicht. Nee, ist klar. Also, John McCloud, dann porte ich hinterher. Dann an Gary Linde. Elfenschild, ich geht. Sie porte sich hinterher. Und dann Madora. Madora hat die Pyramide und du hast die Pyramide momentan. Mhm. Ist das der Spiegel da? Ja. Erst Madora holen, erst Madora holen. Ah ja, die darf auch mit ausnahmsweise. Ganz wichtig, Madora. Nicht vergessen, Madora. Wir wissen nicht, was da kommt. Also ich auch nicht. Ich habe nicht so weit vorausgelesen. Da ist sie. Okay. Durch den Spiegel. Mhm. Sind wir da. Hier ist der Schlüssel und der wird, glaube ich, zum Erdtor führen. Ja, das ist der Schlüssel des Erdtors. Okay. So kommen wir durch das Erdtor. Nice. An der Stelle, wo ihr rauskommt, blablabla, ein Steiner, ja, einen weiteren Hebel hier. So, okay, wir kommen raus. Das Erdtor ist hier links und müsste sich eigentlich geöffnet haben. Mhm. What? Warte mal. Zurück in der Haupthalle marschiert ihr durch die westliche Tür und schließt das Erdtor mit dem Schlüssel auf. Findet das? Hä? Warum ist sie nicht offen? Ach so. Hä? Nee, das ist nicht das Erdtor. Das Erdtor ist noch hinter der Tür verborgen. Die ging eben auf, aber dafür muss ich noch was tun. Übrigens leuchtet die eine Statue, wie ihr seht, Leute, oben links. Mhm. Die leuchtet jetzt rot, weil wir die erste Prüfung bestanden haben. Warte mal, John. Ich glaube, ich muss das hier noch machen. Okay. Gib mir mal eine der Pyramiden an Gary Linde. Okay, Moment. Weil der einzige Weg, wie ich das hier aufbekomme, oder weiß, dass es aufgeht, ist so, aber dann komme ich nicht mehr raus. Ja. Hast du die Pyramide mir gegeben? Ja, ich habe dir eine gegeben. Ist auch ganz egal, welche, denn jetzt müssten wir eigentlich hier durchkommen, noch nicht hier durchkommen. Warum kommen wir noch nicht da durch? Beim letzten Mal ging die dann auf. Warum ist die Tür nicht offen, John? Weiß nicht. What did you do? Ist da auch ein Button? Den Schlüssel oder so? Hast du, ne? Ja, 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 der Schlüssel ist nicht hierfür. Der Schlüssel ist für die Tür dahinter. Die müssen wir schon noch aufbekommen hier. Müssen wir wieder auf so ein Ding klicken? Auch nicht offen, ne? Nee. I have no idea. Gibt es noch mehr, wo man klicken kann? Warte mal, ich mach mal das hier. Ich geh mal hier auf den, noch auf den Schalter, vielleicht war der es. Ja. Okay. Offen. Warte, Jahan braucht erst noch die Pyramide. An Jahan, Jahan. Port, Jahan ist da. Sehr gut. Ich habe den Schlüssel für das Erdtor, also können wir durch. So, aufgeschlossen. Awesome. Nächste cool. Etappe. Hey. Ich habe jetzt nicht durchgelesen, was da jetzt noch kommt. Wir gucken uns erstmal. Unsere besten Freunde. Ach, die Wäsche, ey. Killed itself. Ich habe keinen Bock, mich daran vorbeizuschleichen, Leute. Jo, besser so. Careful, that's a trap. And another trap. Oh. And John died. Und Madora ist immun gegen Verbrennung, oder? Ja. Ah, nee, also, ist sie nicht. Nicht 100%. Ja, nicht ganz. Warum? Ach, da ist noch eine Statue. Yeah. Ah, dammit. Wo denn? Da unten war noch eine Statue. Die hat mich entdeckt, deswegen bist du gestorben. Folgen wir mal nicht direkt. Okay. Also, wir machen das jetzt mal wieder. Nein, das ist der falsche. Den da will ich haben. Kill yourself. Thank you. Mhm. Ist so dumm, weil man hier nicht sieht, was hier abgeht, ne? Mhm. Also, kurz warten, John. Ich sag dir, wann du wieder kommen darfst. That sounded wrong. Oh crap, ich bin fast noch gestorben. Hm.
Come on and die. Muss ich dir doch noch eine reinhauen, du blödes Ding? Nice. So, jetzt okay, noch? Das war's erstmal. Ja, das solltest. Ja, hier ist uns keine mehr. Hopp, lauf, lauf, lauf. Sehr gut. Ging doch ganz gut. Okay. Ich hoffe, wir sterben jetzt nicht, wenn ich auf diese Platte latsche. Wer weiß. Ja, somewhat. Oh. It hurts. Was ist denn da los? Auch eine Falle natürlich. Hilft nicht viel, aber es hilft. Wir müssen da wohl durch, wohl oder übel. Boah, das soll gehen. Ein Hebel. Hier muss es einen Hebel geben. Links muss es einen Hebel geben, John. Auf der linken Seite. Okay. Ich sehe keinen. Vielleicht. Ah, hier im Raum. Okay, ich mach das. Achso. Ah ja, da. Dann. Okay. Bla bla bla. Jetzt ist Ruhe. Hier ist der Schlüssel für das Lufttor. Und hier sind wieder zwei Statuen. Die eine sagt, ich stehe für die Schwachen und Unterdrückten, für die Armen und Bedürftigen. Und die hier steht, ich stehe für mich selbst, über allen anderen. Ich bin mein eigener Meister. Das ist wohl... was ist das? Gerecht und rebellisch? Oder unabhängig und gehorsam? Nee, selbstlos und egoistisch, das ist es. Ich bin selbstlos. Was bist du? Moment. Könnte man da nachschauen, gell? Da, ja. So. Ja, ich bin... Also, es leuchtet, ja. Selbstlos bin ich auch, ja. Dann möchtest du die linke Statue zerstören? Okay. Gucken, ob ich diesmal hinkrieg. Es ist interessant, dass die Charakterzüge da noch so einen Wert bekommen. Ich find's sehr gut. Dann hat's wenigstens Sinn, dass wir die gesammelt haben und dass es da dort einen Unterschied gegeben hat. Und das ist auch einer, den man gut umsetzen kann. Ja. So, schlecht. Müssen wir jetzt wieder in den Spiegel? Gut, bam, 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 bam. Nein, wir müssen einfach nur teleportieren. Zwei Statuen müssen leuchten, geht noch einmal durch die östliche Tür, durch die ihr zu Anfang gelaufen seid, und da kommen wir dann durch den Luftschlüssel. Oh, und hinterlasse dem Raum eine Teleportpyramide. Geht links durch die offene Tür und stellt euch auf den Schalter, wodurch der Raum verschlossen und mit Gift gefüllt wird. Achso, nee, das habe ich schon gemacht. Das ist okay. Okay, haben wir schon. Alles gut. Wir müssen jetzt nur nochmal zurück in die Haupthalle transportieren. Nein, nicht Gruft. Die Haupthalle bitte spielen. Danke. Hauptraum. Läuft doch! Ich meine. Ah, crap. Wir kommen hier jetzt gerade nicht durch. Jetzt kommen wir da durch. Die ist auch wieder zu. Dann, du hast noch die Teleportpyramide, John? Glaube. Jahan hat die andere, also macht Jahan das jetzt. Okay. Ah, würdest du bitte aufhören? Dankeschön, Spiel. So, warte. So. Jahan ist back. Jahan möchte sich nochmal kurz heilen und dann können wir weitermachen. Cool. Awesome. Ich habe den Schlüssel für diese Tür. Ich habe keine Ahnung, was dahinter wartet. Das wird schön. Aber das dürfte die letzte Prüfung sein eigentlich, obwohl keine des Feuers da war. Ist aber nett gemacht, finde ich. Gefällt mir. Das ist ein cooles Rätsel, ja. Okay. Aber da unsere Zeit endlich ist, möchte ich jetzt nicht unbedingt ewig hier rumhängen. Deswegen, Leute, verzeiht uns. Ich denke, wir haben lange genug und uns gequält, ey. Das war so eine Qual teilweise, Mann. Aber ich will nicht sagen, dass es schlecht war. War eigentlich ziemlich gut. Was ist, wenn ich den ausmache? Geht das Feld dann weg? Ja. Not really? Das ist nicht so wild. Können wir einfach umgehen. So, mal schauen, was hier auf uns lauert. Wahrscheinlich der Tod in verschiedenen Facetten. Da ist ein Wahrnehmungstrank da unten, okay. Das heißt, hier geht es wohl um Wahrnehmung. Und um verschiedene... Oh my freaking God. Falltüren. Und geht durch die unverschlossene Holztür in ein kleines Labyrinth. Seht ihr die Kammer zwischen dem mit Gift links und dem mit Lava rechts gefüllten Raum? Genau dort müsst ihr hin. Die viereckigen
Orange leuchtenden Luke befördern euch von einer Kammer zur anderen. Teleportiert euch so lange durch die Gegend, bis ihr die Kammer von rechts, der Kammer rechts von der vollen Lava seid. Werft eure Pyramide durchs Gitter und sucht den folgenden Raum rechts an der Wand nach einem Schalter. Aha. So kommt ihr in den nötigen Raum, wo ihr die Luke benutzt. Ihr kommt zu zwei weiteren Prüfungsstatuen. Also, wir müssen... Hier rechts ist ein Raum mit Lava. Siehst du das? Direkt rechts von uns. Und da ist einer mit Gift. Ja. Wir müssen in den Raum zwischen diesen beiden kommen irgendwie. Das heißt, wir müssen jetzt so lange durch die Luken hüpfen, bis wir da sind. Oh, yeah. Und irgendwo dann... Nee, oder? Ah, nee. Wir müssen in den Raum da drüber. Über diesem Raum. Okay. Ich weiß schon, wo wir hin müssen. Ist cool. Okay, hier ist ein Wahrnehmungstrank. Den nehme ich mal mit. Nur just in case. Kannst du eine Ziertruhe hier öffnen? Mach die Truhe mal auf. Du hast doch Schlossknacken. Moment. Wo sind denn diese? Ah, die Tische hier. Sehr schön. Hat es dir gelohnt, dass du das genommen hast? Fertigkeitsbuch der Selbstverbrennung und also Peter, ich finde Schlösser knacken war ziemlich nutzlos in diesem Spiel. Ja, größtenteils. Weil die wichtigen Truhen konnten wir eh nicht aufmachen. Das ist dumm. Es geht auch zwar auch bei Skyrim nicht, aber da ist Geld mehr wert als hier. Aber eine Unique-Schwertwaffe, total bescheuert, aber hey. Yay! Ja, ich nehm's mit. 4 Tenebrium-Baren sind übrigens 3500 Goldstücke wert, also das ist schon heftig. Dafür, dass der Händler dann stirbt, wenn das passiert. Der Raum hier ist immer noch falsch, aber sieht cool aus mit diesem Lichteffekt, I like it. Cool. Raum voller Blut, schön. Huch! In der Fall. Gut gemacht, John. Hier ist der richtige Raum. Glaube ich. Der Raum ist voller Blitze. Warum ist der voller Blitze? Ist nicht gut. Also warte mal. Nee, wir müssen doch einen Raum unten drunter, okay. Oder in den Raum? Nee, den ganz bestimmt nicht. Das ist ja verwirrend. Ja, das soll es ja auch sein. Du sollst ja hier ein bisschen hängen. Warte mal, in welchen Raum müssen wir nochmal? Ich guck nochmal. Es sieht ja, dass wir die Pyramide irgendwo durchschmeißen müssen. Geht durch die verschlossene Holztür in ein kleines Labyrinth. Seht ihr die Kammer zwischen dem mit Gift links und dem mit Lava rechts gefüllten Raum? Das ist immer richtig. Das ist nicht links und rechts. Wieso? Gift ist doch links. Lava aber ich rechts. Schätze, wir müssen... Ja, aber das Dumme ist, was wir hier machen sollen... Genau dort müsst ihr hin, die vier gegen orange leuchtenden Luken befördern euch von einer Kammer in die andere, teleportiert euch so lange durch die Gegend, bis ihr in der Kammer rechts von der voller Lava seid. Ja. Guck mal, wenn falsche. Man da jetzt die, da ist der Schlüssel. Wenn man da ist der Schlüssel, doch, du hast recht. Okay, ja gut, dann müssen wir da durch. Ja. Warte, ich kann dich einfach porten. Ja. Schnabbel dir den Schlüssel. Lavatruhe. So, bla bla bla. Werft Pyramide durchs Gitter und sucht im folgenden Raum rechts an der Wand nach einem Schalter. Ich glaube, das ist noch nicht hier. Ja, schmeiß mich rum. Ich habe dich nur wieder zurückgeholt. Willst du da bleiben? Ich kann auch da bleiben. Kannst mit Schlüssel durch. Nö, passt schon. Ich glaube, im folgenden Raum. Wir müssen noch einmal weiter. Aha. Und hier müssen wir nach einem Schalter rechts an der Wand suchen. Okay. Nicht, dass es auch nur im Entferntesten möglich wäre mit dem mit der Kamera, die hier existiert. Oh Mann. Also, ne, die ultra scheiße ist, warte mal. Da ist doch nix. Ich glaube auch, wir haben den Raum vielleicht schon verpasst. Ich gebe dir mal Wahrnehmung. Nicht mir. Und zwar jetzt mir, das ist dumm. Denn ich werde trotzdem nichts sehen. Ich habe eine Wahrnehmung von 5, Leute. Ich bin die mit der wenigsten Wahrnehmung hier im Raum. Vielleicht auch der Grund ist, warum ich so spirituell bin. Eine Falle habe ich gefunden. Falle hast du schon mal gefunden, das ist cool. Hast du auch einen Schalter gefunden, wie sieht's aus? Nö. Ich könnte dich da hochporten. Zu der Warnung. Ich glaube, wir sind im falschen Raum. Ich glaube auch. Jetzt auch kein Schalter an der Wand? Nee. Ja, auch nicht. Sehe keinen Schalter. Nee. Hier ist Gift. Da will ich gar nicht gucken. Ist auch kein Schalter. Das ist wieder der Anfang. Bin jetzt ziemlich nah davon. Ja, also man wird sich hier immer rumporten, bis man rausgefunden hat, was los ist. Careful now. That's a trap. Nein, ich will jetzt nicht reden. Ich will raus hier.
Ach, Madora, ey. Ich weiß nicht, wo das ist schon. Denn ich glaube, es müsste dieser Raum eigentlich sein, in dem wir schon waren. Denn hier geht es auch eine Treppe hoch. Das heißt, hier müsste irgendwo dann der Schalter sein. Ich nehme mal den Wahrnehmungstrank. Okay. Oh, Wahrnehmung plus 2. Das macht bei mir keinen Unterschied. Okay. Komm einfach hier hin, wo ich bin. Ja, jetzt. Und ich gebe dir dazu noch die Augen. Nimm den Trank. Und hoffentlich finden wir den blöden Schalter jetzt endlich. Es müsste ja bei dem Gitter sein eigentlich, schätze ich. Das ist auch blöd beschrieben hier. Rechte Seite, haben sie gemeint, ne? Oder was? Und sucht im folgenden Raum rechts an der Wand nach einem Schalter. Das müsste eigentlich dieser Raum sein. Und dann müsste in Richtung des Blitzraumes ein Schalter sein. Ich sehe nur keinen. Hier, das wäre ja der folgende Raum. Ja. Ich sehe keinen Schalter, Leute. Was soll denn das? Du hast die brennenden Augen nicht mehr. Ich gebe die dir nochmal. Ja. Und guck mal, ob du einen Schalter finden kannst. Da ist nix. Ach, was ist denn das jetzt für ein Kack? Ja, ehrlich mal. Ich stell mir vor, wie lange wir suchen würden, wenn wir das hier ohne Lösung machen würden, ganz ehrlich. Oh Gott. Da bist du ja bescheuert bei. Weißt du was? Ich mache jetzt einfach einen Trick. Ja. Scheiß doch auf Schalter an der Wand und so ein Kack. Ah, ich komme nicht hoch. Nein, das ist aus der Sichtweite. Damn it. God damn it. Kann ich meine Pyramide da hinwerfen? Jahan hat die, glaube ich. Ja, Jahan hat die. Ne, Pfad blockiert. Oh, es ist zum Kotzen, ey. Ne, wir müssen irgendwie jetzt rausfinden, wo dieser dämliche Schalter ist schon. Geil, Och, oder? Ach, Mann. Geil. Ja, das sind so Sachen, ne? Ja, ich finde das doof, dass das so an Wahrnehmung gekoppelt ist. Und wenn es wenigstens einen Hinweis am Anfang gäbe, hier seht zu, dass ihr mindestens 15 Wahrnehmungen mit einem Charakter habt. Das wäre fair. Das hier ist nicht fair. Das ist einfach nur blöd. Ja. Weil wir jetzt sinnlos durch die Gegend irren, nur weil wir diesen blöden Schalter nicht wahrnehmen können, was einfach keinen Sinn macht. Und das ist einfach ein doofes System. Es sollte ein System sein, wo du mit der Maus den finden musst oder sowas und nicht dein Charakter ihn erspüren muss in so etwa. Weil das geht in einem Pen and Paper. Aber es geht nicht hier, finde ich. Interessant ist ja auch der Modus, den es da gibt im zweiten Teil. Ne? Es gibt ja den GM-Mode. Da kannst du wirklich Abenteuer basteln mit. Finde ich ganz cool. Ah, gut. Finde ich ein bisschen schwierig mit dem Roleplay, aber ich meine, kann man sich ja auch dran gewöhnen. Nicht im Feuerraum, ne? Im darauffolgenden Raum. Aber das ist der Raum neben dem... Ich habe was gefunden. Ach, aber was? Das ist nur was zum Ausgraben. Ja, mach mal. Mal schauen. Ich kann dir nicht helfen, aber ist cool. Eine Kiste. Cool, ey. Kannst du nicht mal das Schuhen. Finden, was ich will? Plattenbeinschienen. Total der Scheiß. Yay, mega Scheiß. Das nehme ich nicht mal mit, so schlecht ist das. Kannst du nicht hier den Schalter finden? John, ich glaube, deine Prioritäten müssen wir nochmal diskutieren. Ganz so. Darauffolgender Raum. Das ist dieser Raum, in dem wir gerade sind. Guck schon mal bitte um. Renn nochmal ein bisschen durch die Gegend, damit du eine Chance hast, das Ding zu finden. Weil die Ticks passieren nur, wenn du dich bewegst. Immer. In jedem Spiel. Das ist so kenne. Weil das Gate-Dings auch. Können wir hier rein? Da, wo ich gerade stehe? Da waren wir schon. Da kommst du eh automatisch rein, meine ich. Ich meine, ich kann dich rein teleportieren, wenn du willst. Ja, ich kann durchgucken, das heißt, ich kann dich dahin teleportieren, ne, Fan? Ja. Da ist der Schalter. Willst du mich verarschen? Da ist er. Ja, sehr gut. Drück ihn. Hab ich. Da geht's jetzt weiter. Wo geht's weiter? Da. Oh, toll. Auf. Du Held, ey. Jetzt müssen wir da auch noch durch. Oh, so, Mann. Muss mich dann noch da durchholen. Ich wollte jetzt hier rüber. Ich hab keinen Bock, mit den blöden Dingern zu machen. Ja, mach nur. Ey, immerhin. Ja, wir haben's gefunden, Leute. Es hat lange gedauert, aber es läuft. Es hat immer noch nicht so lange gedauert, wie es gedauert hätte, wenn wir das ohne Guide gemacht hätten.
Dummerweise endet die Seite des Guides jetzt. Ich will mir überhaupt nicht vorstellen, wie lange das dauert ohne Guide. Ach Gott. Das ist bescheuert bei. Okay, wir sind da. Hier sind die letzten beiden Statuen, von denen ich gelesen habe. Die Seite ist leider jetzt zu Ende. Okay. Okay, ja, dann. Was haben wir hier? Also du. Ich stehe für Vorsicht und Sorgfalt, Umsicht und Detailgenauigkeit. Ich stehe für Stolz und Mut, für Stolz und Mutigen, die sich tapfer jeder Herausforderung stellen. Das bedeutet... kühn oder schüchtern wahrscheinlich. Kühn oder schüchtern, was bist du? Such's grad. Ich bin kühn. Ich auch. Okay. Das heißt, wir müssen die linke kaputt hauen. Ich mach das gerade mal schnell. Mhm. Scheiße. Jahan ist pissy. Warte mal, das machen wir nochmal schnell. Sorry. Och, will Jahan nicht auch pissen. Ja, wir wissen nicht, wie lange er noch braucht, bis er abhaut. Madora, nur noch einen. Nur noch ein Vergehen und dann hasst sie uns für immer. Also, gut, hier. Hau drauf, Mädchen. Also, nach all der Zeit könnten die auch ein bisschen netter zu uns sein. Ja, ne? Die stellen sich echt an, die Pinses. Tagebuch aktualisiert. Wir sind übrigens im Quellentempel. Ein riesiger Kampf brach zwischen den Orks und den Menschen aus und wir fanden uns mittendrin wieder. Das war Krieg der Steine. Der übrigens noch nicht fertig ist. Da gibt's anscheinend noch was, aber ist mir jetzt auch egal. Wir haben alle drei Säulen der Selbsterkenntnis entzündet und den ersten Teil der Prüfung abgeschlossen. Yay! Das war der erste Teil der Prüfung, John. Juhu. So, was nun? Tja. Oh, liegen Bücher. Auf einmal. Die drei Bestandteile des Menschen. Seele. Die drei Bestandteile des Menschen, Verstand und Körper. Also, wollen wir uns mal angucken. Erstmal die Seele. Die ergebene Seele entzündet genau drei Kerzen für die Göttin. Eine, die die Sünden der Vergangenheit versenkt, eine, die die Wärme in der Gegenwart spendet und eine, die den Weg zur künftigen Güte leuchtet. Siehst du, nicht alle Kerzen anzünden, John. Dann, die erleuchtete Seele braucht kein Licht, um sehen zu können. Die Seele leuchtet den Weg. Das war der Verstand und der Körper. Die leidenschaftliche Seele bietet jeder anderen Seele Licht. Ein Glorienschein des Lichts umgibt sie, auch lange nachdem ihr eigenes Licht erloschen ist. Was auch immer das bedeuten mag. Schön sind auch diese Fake-Türen, die hier einfach mal so sind, die man nicht öffnen kann. Naja. Also drei Kerzen müssen wir entzünden. Ich habe keine Ahnung, welche. Tja. Ich fange jetzt einfach mal die mittleren an, so. Bam. Bam. Brauchen wir doch einen Hinweis? Haben wir auch, wir haben die Bücher. Hm. Interesting, also noch einmal. Da war ein Hinweis, definitiv, also. Die ergebene Seele ist das erste, also die Seele, entzündet genau drei Kerzen. Eine, die die Sünden der Vergangenheit versenkt, eine, die die Wärme in der Gegenwart spendet und eine, die den Weg zur künftigen Güte leuchtet. Die erleuchtete Seele, das ist jetzt die zweite Art, erst die ergebene, jetzt die erleuchtete Seele, braucht kein Licht, um sehen zu können. Die Seele leuchtet den Weg. Und jetzt die leidenschaftliche Seele, merkst du die Adjektive? Bietet jede anderen Seele Licht. Ein Glorienschein des Lichts umgibt sie, auch lange nachdem ihr eigenes erloschen ist. Wir haben keinen weiteren Hinweis, ne? Scheiße. Mm. Also drei Kerzen für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und dann habe ich keine Ahnung mehr. Ja, schon mal so gut, raus. Aber. Ja, toll. Wir können die Kohlenkörbe nicht ausschalten. Doch, mach die Kohlenkörbe aus. Hä? Okay. Machen wir es mal ein bisschen duster hier. Ja, es ging ja darum, dass nur die Kerzen, also nur die drei an sein sollen, weil alle anderen spendet ja die Seele selbst. Der Kleine auch. Alles andere Licht. Ist hier noch mehr Licht? Ich weiß nicht, wo das Licht da hier oben herkommt. Die können wir, glaube ich, nicht ausmachen. Das ist das Problem. Nope, doesn't work. Okay. Damn it. Oh, jetzt sind alle Kerzen wieder aus. Wer hätte es gedacht? Macht Sinn. Ups. Kein Problem, ich kann den Regen vertreiben, habe ich gemerkt. Okay.
Sollte ich zumindest. Maybe not. Vorhin beim Lufttor ging es, jetzt geht's gerade nicht mehr. Okay, cool. Kann ja lustig werden. Ja, ich habe keine Ahnung, was dieses Rätsel soll. Ich will aber noch weitermachen. John, machen wir noch ein Part? Bitte sag, dass wir noch ein Part machen. Oh. Eigentlich schon zu spät. Nein, ich will das fertig machen. Egal, dann spiele ich alleine weiter. Wir schaffen das eh nicht in einem weiteren Part. Ich ziehe das heute durch. Nein. Ist mir egal. Leute müssen damit leben, da bin halt nur noch ich da. Ne, die Rätsel, dann kommt noch ein Kampf und dann kommt noch der Abspann, dann kommt das Ende. Und so, das ist es wert. Das wird nochmal ein Doppelfeature. Das wird nochmal ein Doppelfeature. Das ist es wert. Ja, das nächste Mal ist es wert. Ja. Es ist halb eins, ich muss pennen. Mir scheißegal. Ich zieh das jetzt durch, ob mit oder ohne. Nein. Ist mir so wurscht. Ich will das jetzt beenden, verdammt. Ist so ein schöner Cliffhanger für uns alle. Am Arsch, ey. Ich bin Cliffhanger, hab ich grad satt. Ist vorbei. Oh. Was hast du denn jetzt gemacht? I did something. Durch das Anzünden bestimmter Kerzen wurde der erste Schritt des Rituals der Hingabe durchgeführt. Ich habe alle außen angemacht und in der Mitte ausgemacht. Das hat's wohl gerissen. Aha. Das war wohl eins. Weißt du, was das war? Das war der äußere Schein der Seele und innen war die Seele aber aus. Also weißt du, so in etwa. Das war dieses, Okay, das macht zumindest Sinn. Mhm. Das ist der falsche Kerl. Ich bin Jahan. Wie heißt das andere? Das nächste dann? Also Moment. Das eine war, das hier muss die... das hier muss die leidenschaftliche Seele, denke ich, gewesen sein. Ein Glorienschein des Lichts umgibt sie, auch lange nachdem ihr eigenes Licht verloschen ist. Das heißt, ich habe alle außen angemacht und in der Mitte angemacht. Ach also so. In der Mitte ausgemacht. Okay. Aber was ist jetzt die andere? Hier haben wir noch... Ist nochmal vor... Oh, ich glaube, das war das zweite. Das war nämlich die erleuchtete Seele braucht kein Licht, um sehen zu können. Die Seele leuchtet den Weg. Das war nur die in der Mitte. Aha, jetzt müssen wir nur noch rausfinden, welche die drei Kerzen sind, die wir anzünden müssen. Wie heißt der Text dazu? Die ergebene Seele entzündet genau drei Kerzen für die Göttin. Eine, die die Sünden der Vergangenheit versenkt. Eine, die Wärme in der Gegenwart spendet. Und eine, die den Weg zur künftigen Güte leuchtet. Warte mal. Maybe? Ich bin so geil. War das nicht geil, Leute? Moin, Skull-Crushing Finale. John, you have finished the Trial of Ascension. Yeah. Da war schon das Wort Finale drin, komm. Ja, Finale, ist ja John? Nur noch... Finale, John? Finale? Ich will Finale. Von mir so überziehe ich das auch, bis wir durch sind. Ist mir egal, der Part ist noch nicht vorbei, John, also läuft. Läuft. Go, go, go. Ja, du weißt schon, wie lange das noch theoretisch dauern kann, ne? Ah, Quatsch. Kommt bestimmt noch ein Kampf. Das geht ganz fix. Da kommen Gespräche. Guck mal, wir wollen schon wieder reden. Du läufst einfach weiter. Was? Wir wollen reden? Ja, wir wollen reden. Die Prüfung des Ausstiegs liegt hinter uns. Fühlt ihr euch schon erhoben? Bei allen nutzlosen Bemühungen, warum das? Ich dachte, das hier sollte ein legendärer Quellentempel sein. Ja, scheiße Spirituelle. Screw you guys, I'm going home. Ja, lasst uns hoffen, dass das, was uns als nächstes erwartet, Hand und Fuß hat. Passt eigentlich gut. Sehr gut. Materialistisch, sehr schön. Passt mehr zu mir. Auch zu Gary Linde, obwohl sie ist immer noch spirituell. Oh well. Aber sieht schon mal gut aus. Hier liegen Sternensteine in der Lava, oder? Dieses blaue Funkeln. Okay. Das ist auch sehr viel Lava. Lava. Hier sprudelt es sehr viel. Aber sonst ist nichts los. Hier. Oh. Hier liegt jemand tot in der Ecke rum. Oh, und schaut mal, eine Statue von Astarte. Sandalore lag hier tot rum. Ja, jetzt nicht mehr. My amulet. Der sieht gar nicht mehr so alt aus, wie er mal war. Sandalore, du bist aber jung geworden. My heavens.
Can it be? Come closer. Is it possible? Möchtest du ihn sprechen, John? Okay. Ist es denn möglich? Die Wächter? Ihr seid zurückgekehrt. Aber das kann nur bedeuten, bei den Göttern. Vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance. Ihr müsst der Zauberer sein, nachdem wir suchten. Ikara hat uns ausgesandt, euch zu finden. Ganz sicher bin ich das, kein Zweifel. Zandalo ist mein Name. Ich bin der Letzte meiner Art. Ein Hüter der Quelle. Hüter ihrer Erinnerung, ihrer ältesten Geheimnisse. Ihr selbst wart etwas Ähnliches. Wächter der Ordnung, Krieger des Lichts. Ich fürchte jedoch, dass meine eigenen Angelegenheiten unserer Welt mehr Schaden zugefügt haben, als lebenslange Mühen hätten verhindert können. Ein Augenblick, mehr ist nicht nötig. Ein Gefühl, ein Blick. Ein paar davon stellten sich als unreif heraus, und plötzlich kniet Rivellon. Ihr kennt uns woran? Alles, was wir sind, ist euer Vermächtnis. Natürlich erkenne ich euch. Die Essenz des Göttlichen umgibt euch wie ein Heiligenschein. Dem geübten Auge ist euer wahres Wesen so offensichtlich wie die Farbe eurer Haare oder Augen. Was ist hier geschehen? Leandra hat mich angegriffen. Das wird langsam zu einer zunehmend beängstigenden Gewohnheit. Sobald sie die Rute des Waldgeistes entdeckt hatte, stürmte sie mit ihren Todesrittern ohne große Vorankündigung diesen Ort. Der Zwielichtige hat sich unter ihren Reihen gemischt. Oder genauer gesagt, sie hat die Seinen betreten. Mit seiner Macht, trotz seines Falls, noch göttlich, wurde Leandras Stärke vervielfacht und ihre Seelenverbindung zerfleischt. Das Portal hinter mir führt, oder führte zumindest, zum ersten Garten, dem göttlichen Reich, aus dem der Zwielichtige geworfen wurde und wo die Götterbüchse noch immer liegt. Ich fürchte, dass er und Leandra vorhaben, zu Ende zu bringen, was sie angefangen haben, Astarte einzusperren, und Rivellon unwiderruflich in die Leere zu stürzen. Ihr, Quellenjäger, Wächter, müsst sie aufhalten. Ja, ich dachte einfach, weil es da ist. Warum wir? Warum müssen wir allein dieses Unglück verhindern? Weil wir die Einzigen sind, die irgendwo in der Lage dazu sind. Mein Gott, das haben wir schon gehört. Wer sonst, außer die Wächter der Götterbüchse, könnte den Drachen der Leere besiegen? Wer außer den größten Kriegern der Geschichte könnte die Fäden der Zeit neu spinnen? Die Seelen, die in euch wohnen, sind nobler und wertvoller als alles Leben, das je existieren wird. Nur jene Seelen konnten damals den Drachen bezwingen. Allein sie können es heute noch einmal schaffen. Immer diese Drachendiskriminierung. Was könnt ihr uns über den ersten Garten erzählen? Der erste Garten war die Heimat der Göttin Astarte, der Geburtsort der Quelle selbst. Ihr selbst habt dort jahrhundertelang als Wächter gedient. Dort, in diesem Garten, findet ihr die Götterbüchse, das einzige Behältnis, das ein unsterbliches Wesen aufnehmen kann. Mit jedem Wort, das wir verlieren, nähern sich der Zwielichtige und Leandra der Vollendung ihres Werkes. Sie werden Astarte und den Drachen der Leere heraufbeschwören, danach Astarte in die Büchse einsperren, sodass die Leere ungehindert ausströmen und alles verschlingen kann. Nun, da ihr euch an euer wahres Wesen erinnert habt, wird euch der Pfad zum ersten Garten klar sein. Ihr werdet in eure ursprüngliche Heimat reisen und zusammen werden wir uns dem entgegenstellen, was uns bevorsteht. Also hätte er uns auch den ganzen Quatsch erzählen sollen. Wir hätten den Kram mit den Steinen gar nicht gebraucht. Toll. Dann sagt uns mal, was zu tun ist, werter Zandalor, der ihr ziemlich jung aussieht, was sehr komisch ist. Naja. Ihr müsst den ersten Garten schon selbst betreten. Ihr müsst euch dem Zwielichtigen und dem Drachen der Leere selbst stellen. Ihr habt sie schon einmal besiegt, Wächter. Ihr werdet es auch ein weiteres Mal schaffen. I hope so. Leandra hat dieses Portal zerstört,
Aber euren Mühen, eure Fäden dem Bilderteppich der Zeit zurückzugeben, haben gefruchtet. In eurer Heimstätte habt ihr selbst ein Portal geöffnet. Ein Portal, an das sich nur die Wächter selbst hätten erinnern können. Deshalb ist der Baum anders geworden. Der ist nämlich jetzt das Portal zum Garten. Das sieht nämlich ähnlich aus wie das hier. Macht Sinn, ja. Ja. Also dafür war es im Endeffekt gut. Ich werde euch zu eurer Heimstätte begleiten. Ich kann Leandra nicht aufgeben, ohne sie vielleicht ein letztes Mal zu sprechen. Ihre Taten waren schrecklich, aber ich kenne sie besser als die meisten anderen. Es mag vielleicht noch möglich sein, unser lang verlorenes, geglaubtes Lamm in die Herde zurückzubringen. Wir sind bereit. Lasst uns dieses Portal finden und dem, was sich dahinter verbirgt, gegenübertreten. Yay! Ihr seid so mutig wie je und je, Wächter. Ich werde euch in der Heimstätte erwarten. Wir werden den ersten Garten gemeinsam betreten. Vor allem mutig. Wir sind einfach die Einzigen, die es machen können. Also was sollen wir mit dem heißen Brei rumreden? Mach ja. Endlich, Mann. Ist ja schlimm. Aber wir haben richtig viel XP bekommen. Ich bin fast vor einem Levelaufstieg. Gott damn it. Errungenschaft. Cool. Auch? Oh ja. Ja, und wir können reden. You have found Sandalore. Yep. Und zwar. Und dennoch. Leandra hat Sandalore außer Gefecht gesetzt, aber nicht getötet. Vielleicht besteht ja doch noch Hoffnung auf ihre Erlösung. Oh, sie hat ihn am Leben gelassen. Und was ist mit den Hunderten, die sie eigenhändig oder auf andere Weise getötet hat? Stimmt, ein Fünkchen Männlichkeit lebt noch immer noch in ihr. Vielleicht ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Ja, letzteres. Finde ich gut. Ja, das klingt aber schön. Ihre Liebe zu Sandro ist vielleicht der Schlüssel, um diesen Wahnsinn ein Ende zu setzen. Ach, wie süß. Ich glaube auch, das ist der Schlüssel, was das alles romantisch, was das alles ausgelöst hat. Sehr nice. Ja. Ich bin aber nicht romantisch. Romantisch? Wer steht hier nirgends? Ach, da oben, doch, ich bin romantisch. Ach, guck mal eine an. Du warst eher der Pragmatische, deswegen hast du mehr Handwerk und ich mehr Glücksbringer. Yay! Glücksbringer. Ja, das hier ist der, das Portal ist der Baum, okay. Also Ende der Zeit, hä? Hm? Läuft. Ja, Endboss, John. Wie sieht's aus? Endboss? Endboss. Ja. Liebe Wächter, liebe Retter, liebe Freunde. Eure Arbeit hat wichtige Frucht hervorgebracht. Eine Frucht, die uns alle retten würde. Das letzte Portal ist geöffnet. Das Portal in den ersten Garten. Leandra und der Zwielichtige sind kurz davor, den Drachen zurückzubringen und Rivellon auf den Leib zu hetzen. Aber ihr seid genauso kurz davor, sie aufzuhalten. Hier entlang, das Schicksal der Zeit selbst erwartet euch. Boah, das können wir jetzt nicht mehr... Also, ne, das... Geht ja nicht. Also, dauert ja nur eine Stunde. Mhm. Ah, Quatsch. Quatsch. Mhm. Zwei. Ja, aber siehst du, dann ist es dann, ne? Dann können wir uns den neuen Teil morgen widmen, tot. John. Da, ja. Ah, Quatsch. Ja. Ah, Quatsch. Das geht schon, John. Alles gut. Oh, guck mal, sie hat jetzt nicht mehr... Sieht jetzt ein bisschen anders aus. Sie leuchtet mehr an der Brust. Meine Freunde, bevor ihr in die Ewigkeit springt, wisset dies. Ich habe Planeten entstehen und Rassen sterben, Kaiserreiche sich erheben und Geister fallen sehen. Aber das, die Zeit wird übersponnen. Helden kehren aus der Vergessenheit zurück. Ihr habt mir die größte Geschichte gewährt, die je erzählt wurde. Ich danke euch. Und vergesst es nicht, Zickzack vergisst niemals. Ein Wort der Vorsicht. Sobald ihr dieses Portal betretet, werdet ihr Göttliche möglicherweise nie wieder in dieses Reich zurückkehren können. War ja klar. Eure Zukunft liegt vor euch. Raum und Zeit werden sich krümmen, um euch dort zu behalten. Viel Glück euch, unsere Wächter. Wir geben unsere Leben vertrauensvoll in eure Hände, weil wir Idioten sind. Und nichts tun können. Wo ist Rikara? Through the portal then, we'll be just behind you. Sehr schön. Rikara stimmt uns, spricht uns zu. Und Sandalore auch. Okay, gut, dann zum ersten Garten. That's what she said. Okay. Ja. Also auf die Nintendo-Schalter. And now it's time to finish it. A garden among the stars. I couldn't have picked a finer setting for our greatest stand. Leandra sieht echt aus wie Ikara, wenn man sie jetzt so sieht, ne? Ja, hat was davon, ja. Sieht wirklich genauso aus. Hm. Soll ich oder möchtest du? Ikara, Zandalore, wie lange ist das schon her? Es tut meinem Herzen gut, ein letztes Mal vor euch beiden zu stehen. Es ist wirklich einfacher, euch anzuschauen, ohne dass ein blutiger Eiszapfen im Weg ist, liebe Leandra. Ihr seht jedenfalls gut aus. Gemetzel und Zerstörung bekommen euch ziemlich gut.
Verzeiht mir dies, Schwester. Ich hatte Angst, ihr würdet uns beide vor dem entscheidenden Moment in Gefahr bringen. Wenn ich gewusst hätte, dass ich bereits zu mächtig geworden bin und das Ende eures Lebens nicht mehr zum Ende meines eigenen Lebens führt, hätte ich euch diese Demütigung erspart. Trulei. Es ist also wahr. Unsere Seelenverbindung ist zerbrochen. Beinahe, ja. Bei Kräften von solch enormer Stärke, die sich meiner Seele und meinem Verstand teilen, hat eure einfach ihren Halt verloren. Aber wir waren nie dazu bestimmt, auf diese Weise verbunden zu sein, Schwester. Es waren nur die zarten Bande kindlicher Panik, die uns miteinander verbanden. Jetzt sind wir frei. Ich will mich nicht von euch lösen, Leandra. Das wollte ich nie. Ihr und ich, wir sind ein Ganzes. Ohne euch bin ich schwach. Und ohne mich seid ihr von eurem Weg abgekommen, Schwester. Ach, wie schön. Diese Wiedervereinigung. Ist so toll. Naja. Mach ruhig weiter. Ja, ich kann nicht. Ach so, was schon. Das Gemetzel der Imps, die Opferung so vieler durch eure Makellosen, der Befehl, Sandalor zu töten. Ihn zu töten, Leandra. Wie könnt ihr sagen, ihr handeltet aus eigenem Antrieb? Meine Schwester ist keine Mörderin. Eigentlich. Wenn ich diese erbärmliche Existenz auf Rivellon fortsetzen wollte, würde ich euch zustimmen. Aber das, zu dem wir demnächst werden, übertrifft uns alle. Es ist mit Sicherheit größer als ihr, ich oder der Zauberer. Ihr meint, ihr wollt uns vernichten? Sorry. Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen Zerstörung und Vergessen. Ihr habt unsere Familie zerstört und ihre Reste nach Atem ringend im Schlepptau gehalten. Ich möchte sie vollständig auslöschen, um ihr Dasein auszuradieren. Kein Leid mehr, keine Sorgen mehr. Zuletzt finden wir alle dem vollkommenen Frieden. Ich hatte nie vor, euch Unrecht zu tun, Leandra. Ich habe euch geliebt, euch beide, damals wie heute. Nichts ist geschehen, was nicht korrigiert werden kann. Naja. Wir können neu beginnen, wir alle. Ich weiß, dass wir uns gegenseitig anständig verhalten können. Wenn man bedenkt, dass das alles nur so ein Pillepalle Dreiecksbeziehungsblag ist. Ja. Und sie einfach mal unschuldige en masse getötet hat wegen so einem Quatsch. Ey, ist das schon ein bisschen krank. Es gibt keinen Neuanfang. Die letzte Gefälligkeit, die einer von uns dem anderen erweisen kann, besteht darin, auf ein friedliches Ende zu warten. Das werdet ihr hier nicht finden, wenn ihr gegen die Leere wütet, bis sie euch ganz verschlingt, wie es die Wächter beabsichtigen. Wenn ich sie dorthin schicken könnte, wohin ich euch schicke, wäre alles viel, viel einfacher. Okay, wohin? So. Lass mal den, wo ich hinwerf. Wir können doch sagen, wir können die Seele wiederherstellen. Das klingt cool. Ich kann eure Seelen wiederherstellen. Ich kann euer Verständnis untereinander erneuern. Nur zu, Quellenjäger, Wächter, wie auch immer ihr in euren letzten Augenblicken angesprochen werdet möchtet, verbindet mich mit Ikara. Wenn unser Leben verbunden sind, bezweifle ich sehr, dass ihr mich aufhalten könnt. Das ist auch ein Problem, das stimmt. Hm. Sobald wir wiederhergestellt sind, wird all das vorbei sein. Diese Gewalttätigkeiten zwischen uns, wir müssen sie ausbügeln oder Leandra ist verloren. Ihr müsst mir glauben, es ist der einzige Weg. Also wir können jetzt entweder sagen ja oder nein, John, was machen wir? I have no idea. Ich finde es aber cool, das will ich machen. Ikara hat recht, wir müssen die Seelenverbindung wiederherstellen. Das ist unsere einzige Chance, Leandra zu kurieren und diesen Wahnsinn zu beenden. Okay, aber gut, dafür haben wir auch gearbeitet. Natürlich keine Garantie, dass Leandras Machenschaften aufhören, nur weil die Seelen wieder verbunden sind. Wir können es nicht riskieren, Ikaras Schicksal und das ihrer todgeweihten Schwester zu binden. Ja, das ist halt blöd. Das finde ich auch nicht gut, aber... Oh well, she wants it, so be it. Endlich wird diese Trübsal ihr Ende finden. Wir müssen schnell handeln, während beide Schwestern hier beisammen sind. Und dann weiter. Oh, Ikara, Liebling, wie naiv seid ihr geworden. Macht nur weiter, besiegelt euer Schicksal, indem ihr es an meines bindet. Wenn euch vor der Einkehr des großen Friedens ein letztes Aufwallen von Dramatik lockt, werde ich euch kaum im Weg stehen. Habt ihr das gehört, Quellenjäger? Entfaltet eure Magie, ihr traut euch ja nicht. Interesting. Anscheinend haben wir es gemacht. Hm. Leandra, wie ungeheuerlich euer Leiden war. Ja, wie auf dem Boden liegen. Das kann nicht sein.
War ich es, die... Nein, es hätte so nicht sein können. War ich es, die... Alles wird gut, Schwester. Endlich seid ihr zu uns zurückgekehrt. Ich höre euch in meinem Kopf, Ikara. Ich fühle euch in meiner Seele. Ihr seid so ruhig. Wie könnt ihr so ruhig sein? Wisst ihr nicht, was ich getan habe? Und das Blut. Das Blut und die Schreie. Ich weiß nicht. Ich fühle alles so gehetzt. Ihr wart anfällig für die Leere, Leandra. Ihr wart einen Moment der Schwäche des Schreckens ausgesetzt. Aber dieser Moment wurde von einer Dunkelheit jenseits eurer Kontrolle aufgegriffen. Nein, es ist nicht wahr. Der Zwielichtige war da. Ja, die Leere war mit mir. Aber ich war es, die... Ich war es, die so viele getötet hat. Blutend lagen sie zu mir... Sie zu mir zu Füßen und es... Es erfreute mich. Finde ich aber gut, dass wir sie jetzt ein bisschen von dem überzeugen können, dass sie einfach Scheiße gemacht hat. Also, dass es nicht schlimm war, was sie getan hat. Leandra, können wir... Nein, nein. Das kann nicht sein. Ich hab nicht. Ich kann nicht. Bringt Leandra von hier fort. Sie braucht euch jetzt mehr als zuvor. Und wir müssen uns ohne weitere Verzögerung um das kümmern, was kommen mag. Was kommt? Ja, genau. Das ist es, was wir tun müssen. Und abhauen. Vor allem abhauen. Nun, da unsere Seelenverbindung wiederhergestellt ist, sieht Leandra alles, was sie getan hat. Und zwar so, als wäre es das erste Mal. Es wird seine Zeit dauern, bis sie den Tatsachen wirklich ins Auge sehen kann. Thunderlaw und ich werden uns aber darum kümmern. In ihrer kranken Dreiecksbeziehung. Lucky Thunderlaw. Wächter, ihr wart hervorragend. Ihr habt alles getan, was ihr konntet. Nicht nur für unsere Familie, sondern auch für die Heiligkeit der ganzen Schöpfung. Dafür schulden wir euch Dank. Jeden Dank. Ja, ist schön. Ja, bessere Helden für das letzte Gefecht der Existenz gegen die Leere hätte ich mir nicht aussuchen können. Ich weiß, ihr werdet nicht scheitern. Viel Glück, Wächter. Ja. Sagte er, bevor wir starben. Vor allem liegen wir immer noch auf dem Boden, weißt du? Warum ja, ihr eigentlich? Werdet das schon machen, Leute. Ihr müsst nur aufstehen. Ja, weil wir alle umgewetzt wurden von der Wiedererstellen der Seelenverbindung. Oh, Mann. Very nice. Coole Mucke. Letzter Kampf schon. Das ist das Ende des Spiels. Schön. Dann go. Jo. Hauptsache, wir hacken das Vieh jetzt um. Das wird jetzt der Zwielichtdämon sein wahrscheinlich. Vielleicht kriegen wir Astarte zu Hilfe. Lang danach, ja. Oh, aber das sieht echt schön aus, dieser erste Garten. Die Umgebung ist sehr hübsch, ja. Ja. Und wir standen